Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3. Und wir sind nicht da, wo wir aufgehört haben. Das ist natürlich doof. So, lauf ein bisschen. Hier, so, wir starten nämlich jetzt hier vorne wieder. Ah, ist ja ganz seltsam. Okay, na gut, viel haben wir jetzt nicht gemacht. Aber immerhin. So, was haben wir hier? Inventar wurde natürlich gespeichert. Aber die Sachen hier liegen wieder da. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Oder ich glaube, doch, ich glaube, das Inventar wurde gespeichert. So, jetzt laufen wir die Leiter hier hoch und, ja. Ne, jetzt rennen. Boah, Schneesturm. Schneesturm. Blizzard Entertainment war hier bestimmt irgendwie beteiligt. Weiß ich nicht. So. Tür, öffne dich. So, dann gehen wir wieder hier rein und machen wieder das hier. Ich habe übrigens mal die Helligkeit vom Monitor runtergestellt. Weil es da Probleme gab mit der Webcam. Boah, da ist schon wieder das Monster, oh Gott. Also, weil es da Probleme mit der Webcam gab und weil der Monitor mich zu doll angeleuchtet hat. Ich hoffe, ich sehe jetzt hier noch was. Sollte ich aber eigentlich. Achso, ist geöffnet. Bleiben. Da sind wir alle in diesem Okay, war schon wieder kalt hier draußen. Boah, ist das kalt. Ich hätte mir mal was anziehen sollen. Nee, Ellie ist nicht da, aber das haben wir auch letztes Mal schon gehört. So, ich hoffe, ich sitze richtig. Doch, sollte ich eigentlich. Naja. So. Ja dann, Aufzug fahren. Hey. Ist auf jeden Fall das Beste, was... Wie sieht's denn hier aus? Was passieren konnte? Hier ist ein bisschen zerstört so, ne? Wo muss ich denn überhaupt lang? Wow! Ach, hier muss ich lang. Okay. Es ist zum Glück nichts passiert. Irgendwas ist da im Schnee. Und es sieht nicht sehr gut aus. Wow! Hey, treff doch mal. Wow! Geht. Wow! Renn doch mal ein bisschen weg hier. Komm schon. Ah, scheiße. Oh, Mann. Da war ich ja wieder ganz gut hier. Wo starte ich denn jetzt? Ach, hier. So. Okay. So, wo sind jetzt die Monster? Hier ist keins, gut. Ach, Mann. Ich kam doch von hier. Da ist eins. Renn doch mal ein bisschen weg hier, so. Ich habe auch die falsche Waffe, ich will doch eigentlich die andere. Warum speichert der denn das nicht? Das ist jetzt, nee. War doch die Waffe hier. Doch klar, dass ich das sonst nicht hinkriege. Mann, komm schon. Ja. Hat gut geklappt. Okay, habe ich jetzt die richtige... Nee. Mann, eh. Hat er immer die... Nein, die falsche Waffe. So, jetzt. Aber, okay. Jetzt aber mit der richtigen Waffe und ein bisschen mehr Heilung vielleicht. So, also ein bisschen mehr Leben. Kriegen wir es dann auch hin. Warum speichert er denn die Waffen nicht? Wow, bist du aber auch schnell, eh. Ey. Hilfe. Hilf doch mal die Arme, Mann. Der schießt immer daneben. Das ist so scheiße. Also eigentlich schieße ja ich daneben. Da ist ja noch einer. So, jetzt... Komm schon. Medipack ist schon mal ganz hilfreich. So, wir haben Probleme mit der Körpertemperatur. Wir sollten langsam mal reingehen. Ah, 26 Grad. Ach, geht doch noch. Ja. 25 Grad. Mein Gott, gibt Schlimmeres. Ne? So, wo müssen wir denn? Alter, verarschen, noch einer.
Stirb. Ah, hat er noch einen Munitionsclip? Ich lade mal nach. Hallo? So. Und dann muss ich vermutlich hier hoch und hoffe, dass es langsam ein bisschen wärmer wird hier mal, weil ich nämlich langsam ein wenig friere. So ganz wenig vielleicht. So, hier liegt noch ein Artefakt, okay. Was, das war's schon? Mehr ist hier nicht. Ach toll, Munitionsclip. Also langsam wird es aber echt kalt. Ich weiß gar nicht, ab welcher Temperatur sterbe ich denn? Wo geht's rein? Ich will rein, ich will rein, ich will rein. Rein, hallo? 17 Grad, Alter. Ich muss schnell hier rein irgendwo. Ist mir gerade egal, lass mich hier rein. Ich muss hier rein, ich muss hier rein. Boah. Puh. Lasst eure Rationskarten nach jeder Mahlzeit abstempeln. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand hungert. Und jetzt etwas zum Aufwärmen. Textlog gefunden haben wir hier. Beginn der Aufzeichnung. Textfeed SCAF ISC 30593. TV. Ach, egal. An TV irgendwas. PVT. Was soll man das heißen? Soll Samuel Ackerman. Keine Ahnung, ob ihr drüben bei RS9 noch was in der Speisekammer habt, aber diese Verköstigungseinheit ist ziemlich klamm. Sergeant George Koch ran. Verstanden. PVT. Was ist denn PVT? Weiß ich nicht. Habe ein komplettes Platoon hier, das durchgefüttert werden will, aber es gibt nicht genug zu essen. Und dann fragt Eggermann wieder, was ist denn mit dem Lager? Da drin müssen noch Rationen sein. Kommen Sie, rücken Sie für einen hungrigen Soldaten den Schlüssel raus. Und der George Koch ran. Sorry, Eggermann. Irgendwas Lumley hat das Sagen über die Rationenverteilung. Ich bin mir sicher, dass er uns frische Vorräte schickt, sobald er kann. Bis dahin müssen Sie wie der Rest von uns den Gürtel enger schnallen. Ende der Aufzeichnung. So, hier gibt's noch eine Audionachricht. Hey. Hier ist die Aloha-Station mit einer freundlichen Erinnerung des HQ. Lasst eure Rationskarten nach jeder Mahlzeit abstempeln. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand hungert. Und jetzt etwas zum Aufwärmen. Okay. Es ist ein bisschen kalt. Ich könnte einen Anzug gebrauchen, mit dem ich die Kälte irgendwie nicht so doll spüre. Vor allem auch nicht die Monster. Warte mal. Also ich muss hier sehr viel mit Stase arbeiten, so wie es aussieht. So seid ihr jetzt wenigstens tot. Ja, sieht gut aus. Also mit Stase geht das eigentlich. So, einmal nochmal ruftrampeln. Die haben nämlich immer mal wieder was. Hier zum Beispiel, da ist noch was. Und du hast doch auch nochmal was. So. Noch irgendwo? Warte, hast Medipack hatten sie auch dabei, so wie es aussieht. Zumindest, okay, hier ist eine Fackelspur. Körpertemperatur sieht auch schon wieder kritisch aus, so wie es aussieht. Hier geht's doch bestimmt rein irgendwie. Hier? Hallo? Nee, doch nicht. C. Ist auch fies immer, jetzt erstmal die Tasten zu finden, weil ich muss ja laufen und dann kriege ich immer C nicht gedrückt, weil so scheiße platziert ist hier auf der Tastatur. Muss ich erstmal gucken, wie ich. Ja, du lebst ja noch. Jetzt nicht mehr. So. Und du lebst auch nicht mehr. Hast du was Tolles? Ja, Metall. Warte, hier ist noch mehr. Ein Munitionsclip. Hey. Und, wo geht's jetzt rein? Ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufen muss. Okay, warte, erstmal ein bisschen rennen hier. Weil hinter mir ist ein bisschen was los. Moment. Habe ich keine Stase mehr? Ich habe keine Stase mehr. Scheiße. Mann. Ach ja. Munitionsclip. Habe ich denn kein Stase-Pack oder sowas? Warte, mein Inventar war Tab. Nee,
Sieht nicht aus, als hätte ich da was. Okay, ich bin jetzt bei 15 Grad. Hier muss ich lang. Nee, da ist ja gar keine Leuchtfackel. Scheiße. Ist ja nur, ja, ist mir jetzt auch egal. Lass mich in Ruhe. Ich gehe jetzt ins Warme. Irgendwo. Hier muss ich hin. Okay. Ja, und jetzt rein da mit dir. Los, komm schon. Boah. Ist das warm hier drin auf einmal? Sicherheitshinweis. Ab diesem Punkt wird ein Schneeanzug benötigt. Ach, erst jetzt? Na sowas. Sicherheitshinweis. Ab diesem Punkt wird ein Schneeanzug benötigt. Habe ich aber nicht. Okay, Schneeanzug. Wo bist du denn? Hier ist keine Anzugwechselstation, ne? Nee. Sicherheitshinweis. Ab diesem Punkt wird ein Schneeanzug benötigt. Die kann mir gar nichts sagen. Also ich brauche hier einen Schneeanzug. Die Frage ist, wo zur Hölle kriege ich den her? Ist hier noch ein Medikit? Nee, ne? Tollen Kessler-Kern. Wo zur Hölle kriege ich denn jetzt einen Schneeanzug her? Hier sind bestimmt wieder die Monster? Nee. Ach, die sind auf einmal weg. Ah, doch nicht. Natürlich nicht. So, erstmal Dauerfeuer hier. Warte mal, hier ist ein Medikit. Hallo? Wo ist denn der hinter mir? Da ist er. Na komm schon. Igitt, lass mich in Ruhe. Der kotzt mich an, ey. Boah, jetzt muss ich mich erstmal auskotzen und sterbe natürlich gleich, oder? Nee, doch, ich sterbe. Scheiße. Ach, Mann. Okay, ja, meine Körpertemperatur... Witzbolde. Wo kriege ich denn jetzt den Anzug her? Sag mir das mal einer. Ich gehe jetzt hier nochmal rein, aber hier ist auch nichts, ne? Hatte, hier sich noch... Somatgel, aber kein Anzug. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand hungert. Und jetzt etwas zum Aufwärmen. Ja. Aber B weiß auch nichts, ne? Nee. Oh, ich habe schon wieder die andere Waffe. Ist das jetzt die richtige? Ja. Ich sehe hier gar nichts. Die sind hier vor mir. So, da ist ein, ach, hier ist ein Stase-Pack, okay. So, Matgel haben wir auch. Und Medipack haben wir vielleicht auch nochmal. Nee, Tab wollte ich gar nicht. Wollte mich nur heilen. So, hier, du hast auch nichts mehr. Mann, wer brüllt denn hier so? Wo muss ich denn lang? Du brüllst hier so. Du hast ein Medipack, hey. Gut. Die Frage ist, wo muss ich jetzt lang? Hier sehe ich ein Licht. Aber wo muss ich jetzt langlaufen, ist die Frage. Hier sehe ich auch, nee. Hier sehe ich einen Munitionsclip, ja, ja. Okay. Und weiter? Hier ist überall irgendwas. So, seid ihr jetzt alle ein bisschen tot vielleicht mal? So, geht doch. Na also, so, jetzt nehmen wir mal das Medipack wieder und sind da wieder voll. Und du hast nichts mehr dabei, ne? Nee. Okay, hat. Hier liegt doch noch was. Altmetall. Gut, wir sind schon wieder bei 19 Grad. Ich weiß gar nicht, was ist denn das Minimum? Hier liegt auch nochmal ein Munitionsclip. Also gut, hier ist... Ach, hier ist eine Leuchtfackel nochmal. So, irgendwie ein bisschen besser zielen sollte ich vielleicht.
Bist du jetzt tot? Ja. Alter, 14 Grad. Ja, nee, ist klar.